Bist du würdig? Hast du es verdient, bestimmte Sachen zu erreichen, bestimmte Dinge zu bekommen oder so sein zu dürfen, wie du es möchtest? Wenn dich diese Antworten interessieren auf diese Fragen, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Glücksexpertin mit dem Schwerpunktthema Leichtigkeit. Denn ich finde, es darf auch leicht gehen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Und wenn du dich schon öfter mal gefragt hast, bin ich würdig? Habe ich es verdient? Darf ich das überhaupt? Dann bist du ja richtig bei der Folge der Woche. Ich hatte letzte Woche eine Kundin, eine ganz, ganz wundervolle Frau. Sie war strahlend, sie war glücklich, sie hat eine ganz, ganz tolle Beziehung zu ihrem Mann, sie hat wundervolle Kinder, also eigentlich hat sie ein schönes Leben. Es geht ihr wegen gesundheitlichen Gründen nicht gut. Aber als wir so gearbeitet haben, sind wir auf die Frage gestoßen, bin ich würdig genug, dass ein himmlischer Helfer bei mir ist und mir hilft, mich unterstützt, mich vielleicht sogar liebt? Und da war ich gefesselt. Diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe sie ihr natürlich beantwortet. Aber ich habe mir gedacht, wenn so eine Dame, die so strahlt, die schon so weit gekommen ist, die so sehr an sich schon gearbeitet hat, diese Frage sich selber stellt, dann wird das da draußen wahrscheinlich schon öfter der Fall sein. Dann wird es da draußen noch mehr Menschen geben, die sich diese Frage stellen. Bist du es würdig? Bist du würdig? Hast du es verdient? Darfst du das überhaupt? Darfst du das verändern? Darfst du dein Leben verändern? Darfst du die Hilfe von oben annehmen? Bist du würdig, diese Hilfe überhaupt zu bekommen? Und die Antwort ist, ja. Du bist hier auf diese Erde gekommen, von oben, sage ich immer, vom Universum, von der Allliebe oder wenn du gläubig bist, von Gott. Wo du auch immer herkommst, du bist 100% reine Energie der Liebe. Du wurdest aus Liebe geschaffen. Wenn du also reine, 100%ige Liebe bist, und so bist du auch auf dieser Erde gezeugt worden, so bist du im Mutterleib entstanden als Körper. Also du bist mit dieser 100% reinen Liebe, Energieschwingung der Liebe, hierher gekommen. Wie könntest du dann jetzt als Erwachsener nicht würdig sein? Weißt du, wo dieser Glaubenssatz herkommt? Dieser Glaubenssatz kommt aus unserer Kindheit, von unserer Erziehung, von den Lehrern, von späteren Erlebnissen mit Freunden, mit Freundinnen, mit Ehepartnern, ganz egal. Irgendwann wurde es dir eingepflanzt, dass du nicht gut genug bist. Und der Punkt ist, es wurde dir eingepflanzt. Es wurde so ein kleiner Samen, so ein negativer Samen gesät in dir und der ist größer geworden, der hat sich ausgewachsen. Und diesen Samen gilt es jetzt wegzuschnipsen. Den brauchst du nicht mehr. Denn du bist würdig, absolut. Du bist gut genug. Du bist großartig. Und wenn du es immer noch nicht glaubst,
dann buch dir einen Telefontermin mit mir und ich erkläre es dir doch mal. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, um dieses Ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug aufzulösen in nichts. Ich habe es geschafft, denn ich fühlte mich vor 15 Jahren genauso wie du. Ich war nicht würdig, ich hatte keine Möglichkeiten, ich fühlte mich schlecht, ich fühlte mich als Opfer meines Lebens. Alles war so schrecklich, alles war so schwer. Und ich habe dann angefangen, mein Selbstbewusstsein zu steigern und fragt mich nicht, es war ein langer Weg, ein sehr, sehr langer Weg, viele, viele Jahre harte Arbeit mit sehr, sehr vielen Hindernissen. Ich habe jetzt die Abkürzung für dich, Gott sei Dank, weil ich habe ja das alles schon mitgemacht. Das musst du nicht. Aber fang an, deine Selbstliebe zu dir wieder zurückzuholen, wieder aufzubauen und wieder aufzusteigen, damit du dich auch würdig fühlen kannst, weil du bist es schon. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Schreib mir unter dieser Folge oder meine Podcast-Folge, schreib mir drunter, wie es dir gefallen hat. Abonniere meine Kanäle, ich würde mich total freuen. Und ich freue mich auch von dir zu hören. Und wenn du mit mir telefonieren möchtest, buch dir einen Termin ein, freien. Und dann ich würde sagen, sehen wir uns oder hören wir uns wieder nächste Woche und bei unserem gemeinsamen Telefongespräch, wenn du möchtest. Ich freue mich auf dich, denn ich bin gerne für dich da. Love, 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 I am pure love.